Hallo Leute und willkommen zurück zu Silent Hill 3. Im letzten Part hatte ich ja hier meine Probleme. Und nachdem ich hier etwas rumgesehen habe, habe ich hier etwas Faszinierendes entdeckt. Schaut mal da in das Regal, da sind leere Plätze. Hooray! So, das ist der einzige Ort, an dem noch Platz ist. Soll ich die Bücher, die ich vom Boden aufhebe, einordnen? Ja, natürlich sollst du das. Gut, dann gehen wir einfach... Ah, nein, nein, hier auf Gegenstände. Ich denke, dass wir die verwenden müssen. Oder? Ja! Wo auf dem Regal möchte ich das Buch hinstellen? Also ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der 5 an. 5. Nee, wir hatten erst die 1. 1. Okay. 1. Ah, okay. 1. Okay. 1. 1. 4. 2. 3. 5. In der Reihenfolge hatten wir es. Aber hier ist ein Code. Oh mein Gott. Glaube ich zumindest. Und ich denke, so müssen wir dann auch einordnen. Also machen wir einfach mal 2, 3, 2, 3. Kommt auf jeden Fall als erstes. 2, 3. Dann nehmen wir mal die 4. Ja. Jens. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das müssen wir hier hinpacken. Ja. Ah, das sieht doch schon mal was aus. Und zwar haben wir jetzt die 4, 2, 3, 9. Und das wird wohl der Code sein, den wir an der Tür eingeben müssen. Was war jetzt der Code? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe ihn wieder vergessen. Tut mir leid, Leute. 4, 2, 3, 9. Okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. 4, 2, 3, 9 ist der Türcode. Ich hoffe, jetzt funktioniert's auch. 4, 2, 3, 9. Sie ist offen! Hooray! Endlich geht's weiter. Okay, wer ist das? Hey, wait! What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They have come to witness the beginning. The rebirth of paradise. Despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Sie hat keine Schuhe an. So what? Remember me and your true self as well. Also that which you must become. The one who will lead us to paradise. With blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Grässlich. Okay. Was war das denn? Auf jeden Fall hat die von Weitem ausgesehen wie ein Kerl. Was soll ich mich erinnern? Ja, das wüsste ich auch gern. Verschweigst du uns etwa etwas, Heather? Gut, schauen wir uns einfach mal wieder die Dinger hier an. Spinntür geht nicht auf. Was haben wir hier? Schilder. Mehr Schilder. Und die Tür, wo wir herkommen, da ist noch eine Tür. Ach! Hier geht's wieder hier rein, okay. Geht's hier rum? Das Schloss ist kaputt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier kein Monster ist. Okay, die Musik beunruhigt mich etwas. Da hängt eine ganze Menge Zeug am schwarzen Brett. Hinweise, Zeitpläne und so. Glaubt nicht,
dass die wichtig sind. Glaube nicht so viel. Was steht da? Nichts. Heather kann wohl nicht lesen. Okay. Damit müssen wir wohl oder übel leben. Das Schloss ist auch mal wieder kaputt. Das ist so. Ich höre diese komische Musik, aber irgendwie... Bedeutet das nicht, dass hier Monster sind? Aber ich sehe keins. Ich habe Angst. Einfach mal weitergehen. So, was haben wir hier? Nichts. Okay. Da müssen wir wohl in diesen ekelhaften Fahrstuhl. Hooray. Oh ja. Oh ja, genau. Oh ja, und er fährt los. Oh mein Gott. Inventar. Oh mein Gott. Gut, ich nehme jetzt einfach mal wieder die Pistole. Zack, fast 10 Schuss. Nicht kraftvoll, aber dafür klein und einfach zu benutzen. Perfekt für uns. Gut, dann schauen wir mal, was hier jetzt passiert. Was ist das denn? Soll ich es aufheben? Ein Radio! Warum zum Teufel fällt das von der Decke? Das erklärt wohl zumindest die Statik von eben. Ob es empfängt... Aber es empfängt nur Statik. Ob es kaputt ist? Ich habe ein Radio. Hooray! Hauptsache mal ein Radio gefunden. Oh nein! Da willst du doch nicht wirklich reingehen. Och nö, nee, nee. Geh zurück. Geh ins Licht. Boah, hier sind ekelhafte Geräusche. Geh zurück. Oh mein Gott, was ist das denn? Is this a dream? It's gotta be. Oh ja, genau. Was zur Hölle ist das? Oh, genau. Oh mein Gott. Not even a kid could believe in this. When am I going to wake up? Ja, wach endlich auf. Switch auch mal sagen. Okay, was passiert jetzt? Was wird mit uns geschehen? Ja, wir sind wieder draußen. Oh mein Gott, und da ist ein komischer Hund. Stirb, stirb, stirb. Oh, ich sehe doch den Hund an. Oh mein Gott. Geht mir weg, Alter. Geht mir weg, geht mir weg. Nein, 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 nein. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Bitte geh hier raus. Oh mein Gott, das Schloss ist kaputt. Oh mein Gott, wir werden verfolgt von komischen, hundeartigen Wesen. Da liegt was. Gesundheitsdrink. 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 Wunderbar. Gesundheit ist doch immer was Schönes. Ampulle. Was bringt mir eine Ampulle? Sieht nicht so aus, als wäre etwas Nützliches auf dem Regal. Okay. Das wieder. Wenn ich es ansehe, tut mir der Kopf weh. Aber gleichzeitig ist es irgendwie so vertraut. Ich weiß, dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen habe. Aber ich glaube auch, es wäre besser, mich nicht zu erinnern. Speicherpunkt. Natürlich speichern wir. Und machen auch gleich weiter. Gut, gibt's hier noch was zu entdecken? Hier gibt's Bücher und Magazine. Aber ich habe keine Zeit, sie zu lesen. Warum denn nicht? Das ist alles besser, als da rauszugehen. Oh mein Gott. Ich will hier nicht sein. Warum kann sie nicht an einem Strand sein oder so? Mit Sonne und so. Aber doch nicht hier mit Monstern. Abgeschlossen. Sind das Geräusche? Kann sie hier rein? Bitte. Oh mein Gott, sie kann nicht hier rein. Und hier kann sie auch nicht rein. Und ich höre Geräusche und ich habe Angst. Und die Scheiße gleich. Oh mein Gott, was machen die da? Okay, okay. Ich glaube, sie haben mich entdeckt. Oh mein Gott, ja, sie haben mich entdeckt. Oh mein Gott. Lauf, Heather.
Ist hier eine Tür? Oh mein Gott, da ist eine Tür! Oh mein Gott! Aber ich kann nicht rein! Haha, genau! Ich kann nirgendwo rein! Hooray! So muss es doch sein! Ah, Hilfe! Oh mein Gott! Ich glaube, wir müssen uns mal heilen. Gegenstände. Oh mein Gott. Ah, hier, Vorräte. Gesundheitsdrink. Warum sehe ich eigentlich mein Leben nicht? Sehr nahrhaft. Sollte mir ein wenig helfen, meine Kräfte wieder aufzubauen. Ampulle. Das ist es. Es lässt alle Schmerzen verschwinden und hilft mir, meine Kraft wiederherzustellen. Trocknetes Rindfleisch. Konserviertes, getrocknetes Fleisch. Manchmal reicht es gerade, um Monster abzulenken. Ah, das ist doch schon mal gut. Also den verwenden. Oh mein Gott, ich habe zwei benutzt. Nein. Die muss doch irgendwo aufgehen. Irgendwo muss es weitergehen. Denn es gibt immer einen Weg. Ich gehe jetzt einfach mal wieder hier rein. Aber ich glaube, hier muss sonst nichts. Da sind Fenster. Aber da können wir nicht durch. Weil wir scheiße sind. Gut, hier gibt's auch nichts. Da sind Bücher, da ist eine Couch. Aber sonst auch nichts, okay. Können wir nicht öffnen. Kaputt. Hier gibt's auch nichts. Oh mein Gott, ich will hier doch nur wieder raus. Bitte! Irgendwie sieht's aus, als ob man hier irgendwo rein könnte. Och komm! Ich will hier nicht sein! Ah, hier waren wir noch nicht. Oh mein Gott, da ist noch ein Vieh. Großer Gott. Los! Entschießen! Mensch, wir haben noch nicht viel Munition. Aber dich erschieße ich. Nein, den erschieße ich nicht. Ich spare mir die Munition aus hier! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Geht mir weg. Oh mein Gott. Drei Stück von den komischen... Oh mein Gott! Ich glaube, wir müssen in Richtung vom Licht gehen. Schloss ist kaputt. Jo, das habe ich auch schon gemerkt. Bitte, bitte sag mir, dass hier irgendwas ist. Okay, hier ist nichts. Fail. Oh mein Gott, ich glaube, die ist ziemlich kaputt schon. Bitte, bitte geh irgendwo raus. Oh mein Gott, da ist die Tür. Achtung! Schalten Sie das Licht aus, wenn Sie den Raum verlassen. Es ist offensichtlich, wenn es nicht ausgeschaltet wurde. Hä? Hä? Ich habe eine Taschenlampe. Hooray, wir haben Licht. Das ist doch schon mal gut. Und hier liegen noch mehr Sachen. Erste-Hilfe-Kasten, Patronen für Pistole, Patronen für Pistole. Yay. Wunderbar. Das ist doch alles perfekt. Gut. Hier die Pistole können wir mal neu laden. So, nachgeladen. Vorräte. Was steht denn hier alles? Zack. Hier haben wir noch 16 Schuss. Okay. Was gibt's denn eigentlich für... Ah, okay. Gut. Gut. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, bevor ich da wieder rausgehe, beende ich erstmal den Part. Oh mein Gott. Was habe ich mir da nur angetan?